Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde der Long Dark. Wir spielen die Erweiterung Tales from the Far Territory und sind im Überlebensmodus unterwegs. Der erste Tag ist geschafft, die erste Nacht ist geschafft und wir wollen heute rausgehen in die Wildnis. Es schneit. Es schneit, das ist nicht sehr schön. Macht aber nichts. Ich weiß, wo ich hin will und wie ich da hinkomme. Ich hatte es schon gestern erwähnt, die Map ist mir recht gut bekannt. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal, aber die neue Erweiterung bringt neue Gameplay-Mechaniken und neue Items und neue Regionen und das wollen wir halt erkunden. Deshalb haben wir auch komplett neu gestartet. Und für alle, die das Spiel kennen, ich bin jetzt auf dem Weg zur Jagdhütte oder zur Jägerhütte. Wenn es schneit, ist es immer so, dass die Klamotten nass werden und nasse Klamotten werden nicht nur schwerer, sondern halten auch nicht so gut warm. Deshalb hat es mich gerade ein kleines bisschen gestört, ist übertrieben, aber deshalb ist es erwähnenswert, dass es schneit, weil es doch Einfluss auf unseren Spielcharakter hat. Ich nehme ein paar Stöcke mit. Ein paar Stöcke sind sinnvoll, weil sie mir helfen, Feuer zu machen. Können als Brennmaterial dienen. Allzu viele werde ich nicht nehmen, weil sie natürlich auch was wiegen. Ja, wir sind am zweiten Tag jetzt. Wir sind gestern hier in der Region gestartet. Und wir müssen sehen, dass wir den Kochtopf nämlich mit die Dose kommen hier lassen. Die Holzkohle nehme ich mit und die nutze ich gleich mal. Was jetzt im Nachhinein betrachtet ziemlich dumm war, weil das kostet Zeit. Hier seht ihr übrigens, es werden dann noch eingetragen, wenn es irgendwelche Ressourcen gibt, so wie dort der Zedernast, hier Lackpoling und Hagebutten. Das war blöd, das zu machen, weil der benötigt Zeit dafür. Und wenn er draußen steht, wird ihm kalt. Ja, war blöd. Wir müssen irgendwie über diesen hohen Berg drüber. Links leuchtet das Symbol auf für den steilen Hang. Steile Berge erhöhen das Risiko, dass man sich verletzt, ne, dass man abrutscht. Aber das ist meines Wissens der kürzeste Weg. Oh. Mist. Ungefähr so. Wir haben ein verstauchtes Handgelenk und wir haben Schmerzen. Die Schmerzen stören mich nicht so sehr. Die gehen von alleine weg. Das verstauchte Handgelenk. Auch verstauchter Knöchel. Das ist nicht gut. Naja, gut. Überlebensmechaniken, ne? Was sind wir denn jetzt? Can't feel my... Die Schmerzen gehen wie gesagt von alleine weg. Da liegt es, aber eigentlich schon mal keine Zeit dahin zu gehen. Die Verstauchung, die können wir allerdings nur heilen, indem wir schlafen. Einen Jagdbogen, einen Survivalbogen. Die Taschenlampe, ich nehme sie mit, weil ich es momentan gut tragen kann. Es stört mich nicht. Mach mal die verstauchten Knöchel. Reparier den mal. Da opfern wir einen Verband, damit wir einfach besser unterwegs sind und notfalls auch rennen können.
Ja, mit den Klamotten, die wir haben, da können wir uns natürlich wenig draußen bewegen. Wir sind einfach wahnsinnig schnell durchgekühlt. Hier sind Rehe. Wie man sieht, die sind sehr scheu und sind auch schnell weg. Das wird eine Herausforderung, die zu jagen. Wenn wir dann irgendwann jagen müssen. Aber wir wollen jetzt erstmal da hoch zur Hütte, in der Hoffnung, dass wir dort auch noch was finden. Haus des Pelzjägers ist das. Ich habe es Jagdhütte genannt. Das Haus des Pelzjägers. Da müssen wir jetzt einfach so schnell wie möglich hin. War dahinter eine Kiste? Nein. Dass wir uns auf jeden Fall wieder aufwärmen können. Und hier finden wir jetzt hoffentlich auch eine ganze Menge nochmal an Sachen. 3 Schölzer waren hier. Sehr gut. Schutzwaffenputzset ist auch gut. Auch wenn wir noch keine Schusswaffe haben. Ein Safe, den müssen wir dann uns angucken. Gewehrmunition. Sehr schön. Den Safe knacken wir dann. Noch ein Jagdmesser. Auch hier steht eine Werkbank. Nähzeug ist sehr gut. Was zu essen wäre nicht schlecht. Hier ist ein Bett. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Pfeilspitze. Pfeilspitze ist auch gut. Eine Limo. Gut, die Wildnisküche, das ist auch sehr schön. Hier gibt es noch mal einen Kochtopf, eine Tasse Kaffee und eine recycelte Dose, die stellen wir halt auch drauf. Am Anfang nehme ich die Holzkohle auf jeden Fall immer mit. Brennmaterial, eine zurückgelassene Notiz, gucken wir uns gleich an, noch mal Nähzeug. Auf. Antibiotika. Man könnte sich von der Sache her überall Lager einrichten, ne? Gerade wenn ich was doppelt habe, könnte ich mir das irgendwo anders liegen lassen. Da müssen wir aber mal schauen, wie wir das machen, was sinnvoll ist, auf welcher Karte wir wo ein zweites Lager einrichten. Denn ihr habt gesehen, wie kurz der Weg von hier bis zum... Die hatten wir alle, genau. Wie kurz der Weg von hier bis zum Lagerbüro ist, wo wir unser erstes Lager hatten. Und wenn man auf die Karte guckt, ist das Lagerbüro deutlich zentraler gelegen als hier das... die Hütte des Jägers. Des Pelzjägers. So, dann lass uns mal den Safe aufmachen. Das ist immer ein bisschen ein Glücksspiel. Machen das wieder alte Egon Olsen, falls den noch jemand kennt. Okay. Die 16 war es, ne? Einmal über den 0 drüber und dann wieder hin. Die 16. Die 11. Und die 31. Die Zahlen braucht man sich nicht merken, weil wenn der einmal offen ist... Oh, I can still eat this. Ja, wunderbar. Wenn er einmal offen ist, dann ist er offen. Es gibt meines Wissens keine Zettel oder was, die man finden kann, wo die Kombination draufsteht. Das heißt, wenn man so einen Safe findet, muss man es genauso, wie wir jetzt gerade gemacht haben, in aller Ruhe knacken. Gut. Als erstes Ausrüstung verbessern. Die getragenen Inuit-Stiefel sind mit das Beste, was man bekommen kann, was ich bisher kenne. Vom Gewicht und den Werten, die es bringt, sind sie einfach unschlagbar. Es gibt noch andere Stiefel, die vielleicht den einen oder anderen Wert höher bringen, aber die haben dann auch mehr Gewicht und hindern uns dann vielleicht auch am Rennen.
Die sind eine echt gute Kombination und ja, freue ich mich sehr. Und hier müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir hier nämlich innere und äußere Schicht, da müssen wir aufpassen. Der bringt mehr Winddichtigkeit, aber weniger Nässeschutz mit sich als der Wollpullover. Ziehen wir den an. Gut. Die Jeans ist nass, wir sind draußen durch den Schnee gelaufen. Das ist ganz normal. Und ich glaube auch die Schuhe, die wir anhatten, waren ein bisschen nass. Die trocknen jetzt von alleine wieder, das ist kein Problem, sobald man drin ist, sobald es trocken ist. Aber ja, so ist erstmal der Stand. Gut, ansonsten habe ich jetzt hier erstmal nichts gefunden. Achso, die Notiz hatten wir noch gesehen. Die lesen wir natürlich auch. Nochmal eine englische. Okay, ich übersetze es nie, dann das führt nur zu merkwürdigen Sachen, zu merkwürdigen Aussprüchen. Die ganzen Sachen hier können wir zerlegen, das ist gut, das Buch nehme ich nicht mit. Wir sind jetzt schon wieder an der Überladung, wir haben noch Platz. Oh, jetzt geht unsere Tragfähigkeit schon runter, weil wir müde sind. Gut, dann könnte man eigentlich schlafen. Ich nehme das Zedernholz mit. Na gut, das Zunderbündel auch. Die Kiste kann ich auch zulegen. Und jetzt könnte ich eine Stunde schlafen. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück zum Lagerbüro und würden dort wieder die Nacht verbringen. Ja, da ist die Tragfähigkeit wieder aufs Maximum, zumindest vorerst. Haben wir schon zwei Fertigkeitsbücher, die Wildnisköche und Ausnahme in freier Wildbahn sind beides sehr hilfreiche Bücher. Gut, dann trinken wir noch was, bevor wir loslaufen. Kaffee trinke ich jetzt nicht. Der Kaffee ist eine gute Sache, weil er die Müdigkeit. Oh, was hat er hier? Schimmlischer Müsli-Riegel. Den schimmlischen Müsli-Riegel, den lassen wir mal hier. Den essen wir nicht. Wobei ich habe Antibiotika. Ich könnte die Lebensmittelvergiftung heilen. Muss nie sein. Das lassen wir. Es schneit schon wieder. Das ist immer noch nie lustig. Und ich gehe jetzt hier oben rum, weil das gefühlt schneller geht, als wenn wir den anderen Weg runterlaufen. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Da drüben in der Scheune, in der kaputten, erwarte ich jetzt keine großen Mengen an Loot. Deshalb laufe ich jetzt wieder direkt zurück. Na, man sieht, die Temperatur, die sinkt nur ganz langsam. Tagsüber ist es natürlich auch nicht ganz so kalt wie morgens und nachts. Das ist auch sehr interessant gemacht, also die Temperaturunterschiede. Da ist der Max. Na, das ist die Leiche, die wir vor uns gefunden haben, wo wir den Survival-Bogen gefunden haben. Da haben wir allerdings noch keine Pfeile, die müssen wir uns entweder herstellen oder wir finden sie irgendwo. Beim Jäger hat man sie jetzt nicht gefunden. Hoffen wir, dass wir uns nicht gleich wieder verletzen.
Dann geht's auf der anderen Seite runter. Ich hoffe, ich bin auch in die richtige Richtung unterwegs. Doch, genau. Da hinten ist die Holzhütte. Das ist so ein bisschen der Anhaltspunkt. Die kaputte, da waren wir. Nennt sich Totes Holz, die Ecke hier. Könnte man noch alles mit einem Stück Holzkohle auf der Karte markieren. Lasse ich jetzt aber. Weil das Markieren die Karte zeichnen dauert. Also kostet Zeit. Dauert einen Moment. Und das heißt, wir sind den Einflüssen von Schnee und Kälte ausgesetzt. Das heißt, unsere Ausrüstung wird nass. Und wir fangen an zu frieren. So. Jetzt bin ich falsch abgebogen. Richtig? Richtig. Ach, verdammt. Egal. Wir finden den Weg trotzdem. Es dauert nur ein Stück länger. Obwohl, ne. Ne, ne, da oben ist die Bahnschiene. Da sieht man eine Oberleitungen. Na, nicht Oberleitungen. Das ist keine elektrifizierte Strecke. Aber an den Telegrafenmasten, Telegrafenleitungen, die da parallel dazu geführt sind. Oder Stromleitungen. Ja, jetzt geht sogar die Temperatur wieder nach oben. Das heißt, die Außentemperatur ist so hoch gegangen, dass wir unsere Klamotten warm genug sind, um uns ein Wärmegefühl zu geben. Und ihr seht, links, rechts steht Schmerzen geheilt. Die Schmerzen sind von alleine vergangen. Einzige, was wir noch haben müssten, wäre die Verstauchung im Handgelenk. Das heißt, wir können momentan kein Werkzeug halten, können also auch handwerklich nicht tätig werden, zum Beispiel nähen oder sowas geht momentan, glaube ich, nicht. Wir nehmen uns ein bisschen Stöcke mit, denn wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Feuer machen und Wasser kochen. Den können wir noch nicht zerlegen, da braucht man ein Beil haben wir noch nicht gefunden. Der Vorteil ist, wenn uns warm ist, können wir uns im Prinzip, so wie jetzt, können wir uns relativ lange draußen aufhalten. Da ist es nur limitiert durch die Müdigkeit. Und wenn wir dann, wie gesagt, Hunger und Durst haben, müssen wir uns versorgen. Natürlich geht nachts die Temperatur wieder nach unten, sodass es, wenn es dann auf den Abend zugeht, wird uns kälter. Hagebutten. Hagebutten sind eine gute Sache. Da kann man sich natürliche Medizin draus machen. Jetzt geht die Temperatur auch nach unten. Es wird langsam Abend. Man sieht es unten. Oh, eine Blechkiste. Nichts drin. Schade. Gut, da drüben sieht man mitten auf dem Wasser eine kleine Hütte. Das ist eine Angelhütte, da kann man drin angeln. Das ist ein Eisloch. Da kann man sich ein Loch aufhaken und drin angeln. Das ist jetzt am Anfang schwierig, weil wir erstens noch kein gutes Werkzeug haben und zweitens habe ich noch nicht mal eine Angel. Hier gibt es noch mehr Hagebutten übrigens, die nehmen wir auch mit. Gut, wie spät ist es? Es ist eigentlich noch schön am Tag. Aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal in die Hütte rein. Dass wir wieder warm werden und vor allen Dingen auch trocken. Hier sieht man es, ne? Ist alles. Gut, Lagerbüro. Das haben wir schon mal durchsucht gehabt. Wir können auf jeden Fall mal nach oben gehen. Den zweiten Kochtopf hinstellen. Wie gesagt, Kochtöpfe nehme ich nicht mit auf meine Reisen, auf meine Ausflüge. Da nehme ich nur Dosen mit.
So, und dann würde ich mal anfangen zu sortieren. Was kann man in diese Schublade? Eine Lupe, die kann man zum Feuer machen benutzen, allerdings nur, wenn die Sonne scheint und wenn man draußen ist. Ist eine sehr aufwendige Geschichte, lasse ich auf jeden Fall erstmal hier. Wiegt zwar nicht sonderlich viel, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Ach ja, man noch Handschuhe gefunden, die können wir mal anziehen. Wieso hast du die nicht an? Essen tragen wir mit uns rum am Anfang, brauchen wir. Schießpulver brauchen wir am Anfang nicht. Das können wir jetzt noch nicht verarbeiten. Dosenöffner brauchen wir. Gewehrmunition brauchen wir am Anfang auch nicht mit uns rumtragen, weil wir kein Gewehr haben. Das Nähset brauchen wir auch nicht. Das packe ich mir aber woanders hin. Und die Taschenlampe. Die Taschenlampe ist auch so eine Sache. Die funktioniert nur, wenn Nachtleuchten ist, ja, wenn. Ja, wir können sie zerlegen zum Metallschrott, aber das lassen wir jetzt auch. Die kann man im Prinzip nur nutzen, wenn die Corona ist, das Notlicht. Dann lädt sich die Batterie auf. Na, geht's? Ja. Dann lädt sich die Batterie auf und dann kann man sie benutzen, aber wenn Notlicht ist, ist es ja sowieso meistens schon ein bisschen heller. Und den Survival-Bogen, der hat bloß 26%, den kann ich auch mal hier lassen, weil ich habe keine Pfeile. Gut, da haben wir schon mal, ach, das Buch, genau. Haben wir schon mal ein bisschen was sortiert. In die Werkbank packe ich alles, was mit Rumwerkeln zu tun hat, damit ich es einfach wiederfinde. Das Nähzeug, ein Nähzeug können wir an Mann lassen, da können wir Zeit überbrücken, wenn es mal sein muss. Und Ausrüstung reparieren. Schutzwaffenputzset kann ich auch hier lassen. Wetzstein brauchen wir gerade nicht. Den Dosenöffner, der ist in Ordnung. Und das zweite Messer, das packe ich mir aber oben hin. Wir können das zweite Messer jetzt auch schärfen. Das mache ich allerdings nicht. Könnt ihr mir das gute Messer hier hinpacken und das eine aufbrauchen, sodass ich keinen Wetzstein brauche. Egal. Und die Pfeilspitze lasse ich auch hier. Die Schnur kann ich mitnehmen, die wiegt nichts. So. Da kann man dann Pfeile bauen. Das zweite Jagdmesser, wie gesagt, das packe ich hier mit rein. Das ist egal, welches man nimmt. Und der Zustand hat bloß was zu sagen. Wenn es der Zustand auf 0 ist, ist es halt kaputt. Kann man es auch nicht mehr reparieren mit einem Schleifstein. Ansonsten hat der Zustand keine Auswirkung auf das, was wir damit machen. Und deshalb ist es eigentlich egal, welches wir hier lassen, welches wir mitnehmen. Gut, und dann hatte ich festgestellt, dass ich nicht alles anhabe, was ich anziehen kann. Ich habe die Handschuhe nicht angezogen, die ich gefunden habe. Bring auch nochmal einen kleinen Wärmebonus. Wunderbar. So, ansonsten größtes Problem, Essen und Trinken und die Müdigkeit. Es ist noch relativ zeitig am Tag. Könnten wir versuchen, zu so einer Angelhütte zu gehen und gucken, ob wir dort noch was finden. Die Hagebutten, die können wir verarbeiten. Zu trinken habe ich nichts, da können wir dann was kochen. Ich könnte so eine Dose aufmachen. Die Dose kriegt man auch ohne Dosenöffner auf. Allerdings verliert man dann Inhalt, weil man ja, je nachdem mit welchem Werkzeug man sie aufmacht, dabei etwas verschütten könnte und sowas. Das hat man also mit reingebracht in das ganze Spiel. Das finde ich auch sehr gut. Man kann sie zwar irgendwie aufmurksen, aber nicht ohne Verluste. So, jetzt sind wir schon wieder ganz schön müde, aber es ist noch hell. Und wenn es hell ist, bin ich eigentlich gerne unterwegs. Lass uns mal versuchen, zu dieser Hütte da zu kommen. Mal schauen, ob wir da was finden.
Dann müssten wir rechtzeitig zur Nacht wieder zurück sein. Die Tage sind nämlich mal vergleichsweise kurz. Wir sind im hohen Norden, im Norden Kanadas. Und Great Bear Island ist eigentlich eine Insel. Das kommt im Story Mode besser raus. Hier wurde das als nördliche Region Kanadas beschrieben. Aber im Story Mode ist klar, es handelt sich um eine Insel. Eine relativ große Insel, ne? Man hat gesehen, es gibt eine Eisenbahn hier auf der Insel. Es gibt offensichtlich ein Flugfeld, was auch ganz nützlich ist, wenn man dahin will. Dann kann man das per Flugzeug. Und ja. Was wir sonst noch entdecken können, gucken wir uns an. Hier gibt's, hier ist das Eisloch, das kann man aufhacken. Jetzt haben wir Fließfäustling gefunden, Holz nochmal. Die Holzkohle nehme ich auch mit. Pack sie mal weg. Ein Angelhaken, da können wir uns eine Angelschnur bauen, eine Angel bauen. Da ist noch die passende Schnur dazu, die hatten wir aber schon. Eine Dose Sardinen in der Angelhütte. Ja. Falls man nichts fängt, kann man Fisch aus der Dose essen. Sehr gut. Und dann mache ich gleich mal eins. Ich zeichne gleich mal eine Karte. Hat zwei Effekte. Ich verbrauche die Kohle und ich vervollständige meine Karte. Hier ist das Lagerbüro. Hier ist das tote Holz gewesen. Die Hütte, die kaputte. Auch da gibt es Hagebutten. Und hier ist der See. Ne? So kann man sich dann Stück für Stück die Karte aufmachen. Wieso hat dann da hinten einen Tannenast mitmarkiert? Okay. So, für mich heißt jetzt aber, da ist zwar die nächste Angelhütte, ich gehe jetzt trotzdem zurück. Ich will hier nichts riskieren. Meine Werte sind nicht allzu doll. Die Temperatur geht rasch nach unten jetzt. Weil natürlich auch die Klamotten feucht sind. Hunger und Durst haben wir und die Müdigkeit sinkt auch rapide. Steigt rapide. Und wenn wir müde sind, können wir uns nicht mehr so schnell bewegen. Weil wir dann die Tragfähigkeit verlieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Die Tragfähigkeit sinkt, wenn wir müde werden. Und dann sind wir schnell überladen. Und wenn wir überladen sind, können wir uns nicht mehr so schnell bewegen. So der genaue Zusammenhang für alle, die das Spiel nicht kennen. Ja, am Anfang muss man jetzt tatsächlich erstmal dafür sorgen, dass wir über die Runden kommen, dass wir Essen und Trinken haben. In der Not erstmal alles, sogar Rohkolbenpflanzen. Die bringen zwar nicht viel, aber ein bisschen was bringen sie eben doch. Da sind wir wieder zurück. Jetzt schauen wir uns als erstes mal unsere Ausrüstung an. Was haben wir gefunden? Wir haben Handschuhe gefunden. Da ziehen wir uns das beste Paar an. Die anderen können wir mal irgendwann zerlegen. Siehst du, die Schuhe, die musst du eigentlich auch nicht mit dir rumtragen. Und die Jeans, die setzt 51% Nase. Na, das ist natürlich... Und dann sieht man das Gewicht, 0,54 Kilo, das ist also höher, als wenn sie trocken ist. Sieht man daran, dass es immer runde Werte sind, wenn es trocken ist. So. Kannst du mal, Alex, mal hier unten rein. Und die Schuhe auch. Die kann man mal irgendwann zerlegen, da kann man Leder draus machen. Und mit Leder kann man dann wieder reparieren. Gut, soweit, so gut. Dann machen wir uns ein Feuerchen. Um Wasser zu kochen, würde ich sagen. Was haben wir an Brennmaterial da? Okay. Wir starten das Ganze. Rohkolben kann man übrigens auch als Zunder verwenden.
Und das kann man nicht essen, sondern man kann bloß die Stängel essen. Ja, dürfte sich aber nicht unterscheiden. Ist genauso schwer wie Zunderbündel. Das heißt, das ist irrelevant. Auf die Erfolgswahrscheinlichkeit hat es keinen Einfluss. Da hat die Auswahl des Brennstoffs Einfluss. Na, ein Stock 60%, Zedernholz 60% und Bücher haben 80%. Mit Altholz geht es sogar noch weiter runter, deshalb ist Buche immer am Anfang eine gute Sache zum Feuer machen. Brandbeschleuniger heben wir uns auf, falls wir mal draußen sind und ganz dringend ein Feuer brauchen. Und auch das Anzündmaterial hat Einfluss. Ein Holzstreichholz bringt hier 60% und ein Kartonstreichholz bringt tatsächlich nur 75%. Deshalb nehmen wir am Anfang natürlich das. So, jetzt hat er mich schon wieder angeraunzt, dass er fertig werden will. Wenn er nichts zu tun hat, dann wird ihm manchmal langweilig und wenn ihm kalt ist oder wenn er müde ist, Come on. dann lässt er uns das auch spüren. Turned out pretty well. So, und dann gucken wir mal, was wir dazufügen können. Eine Stunde, 12 Minuten. Dann mache ich mal bloß 1 Liter. Wir können bis zu 2 Liter machen. Aber das wirkt sich immer auf die Kochdauer aus, ne, wenn ich das hochnehme. Und wir haben jetzt bloß 1 Stunde 12 Minuten Brenndauer. 30 Minuten braucht das. Und wir brauchen, man müssen immer die doppelte Zeit rechnen, weil wir erst den Schnee schmelzen müssen und dann noch das Wasser zum Sieden bringen müssen, damit es ein abgekochtes Wasser ist. Deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden. Ich habe jetzt zweimal 1 Liter parallel. Das heißt, wir haben in dieser 1 Stunde 2 Liter Wasser gekocht. Gut, so sieht's aus. Die eine Antibiotika können wir mal mit runterbringen. Das kocht ja inzwischen. Jetzt sieht man auch schon, wie es dunkel wird, ne? Solange wie ich noch was sehe, nutze ich die Zeit. Da kann ich das eine Antibiotikum reinlegen. Hoch, hingeblieben. Gut. Die Bücher können wir dann auch mal uns zu Gemüte führen. Dazu müssten wir allerdings ein bisschen ausgeruhter sein und es muss hell sein, damit wir lesen können. Na, hier sieht man, Rohkolben Zunder sind 0,5 Kilogramm und Testzunderbündel sind auch 0,05 Kilogramm. 8 Stück, 0,4 Kilo. Einfache Mathematik. So, die Klamotten, da können wir dann nochmal mit dem Nähzeug ein bisschen nachhelfen. Wobei, ja, wir könnten mal, da brauchen wir Leder, können wir mal die Schuhe zerlegen. Das kann man essen, bringt aber nicht sonderlich viel. Aber besser als gar nichts ist es allemal. Apropos Essen. Vorzugsweise isst man immer das, was wenig Haltbarkeit hat, weil das ja da seine Haltbarkeit verliert. Und das, was ein schlechtes Kalorienverhältnis hat, sowas wie das, damit man nicht so schnell überladen ist. Gut. Und man sieht, Wasser bis zum Siedepunkt. Da trinken wir uns gleich mal einmal satt. 1 Liter haben wir gekocht. Wie viel hat er jetzt getrunken? Über einen halben Liter, wow. So. Den Holzofen lassen wir jetzt ausbrennen, die paar Minuten. Und dann gehen wir zu Bett. Dann schlafen wir.
Für uns heißt das an dieser Stelle, dass ich mich verabschiede. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.